Interessant ist auch der Begriff des Grades eines Knotens. Der Grad eines Knotens ist einfach die Summe oder die Anzahl der inzidenten Kanten. Und da kann man einfach nachzählen, beispielsweise der Knoten V0 hat den Grad 2. Der Knoten V1 hat den Grad 1, 2, 3, 4. Der Knoten V2 hat den Grad 3. Der Knoten V3 1, 2, 3, 4. V4 1, 2, 3, 4, 5. V6 1, 2, 3. V5 habe ich vergessen. 1, 2, 3, ebenfalls 3. V7 1, 2, 3, 4, 5. V8, 1, 2, 3 und V9, 2.